For this question, I would like to call my students. Sie können auch Deutsch reden. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Everybody, please be quiet. Für diese Frage würde ich gerne meinen Schüler anrufen. Der weiß das bestimmt. Ja, hallo? Ja, guten Abend. Dein Englischlehrer sitzt hier und braucht Hilfe bei einer Frage. Legen wir einfach direkt los. Hello, Sascha. How are you doing? How many stars are on the flag of the USA? Für jeden Bundesstaat einen, also 50 Sterne insgesamt. In English, please, noch? Ja, yeah, 15 stars. I think you mean 50 and not 15, right? Ja, hab ich doch gesagt. Well, thank you, Sascha. Have a nice evening, noch? I would like to take answer B. Und sie sagen Antwort B. Und das ist richtig!